Wolfsburg kann vorlegen im Meisterschaftsrennen. Mit den Bayern zum zweiten Mal innerhalb von 10 Tagen spielen die Wölfinnen gegen Hoffenheim. Tufekovic schießt Linde ab. Pop kommt dazwischen. Alex Pop. Der Abschluss verrutscht ihr dann komplett. Letzte Woche hat der VfL souverän mit 3:0 gegen die TSG gewonnen im DFB-Pokal. Das wollen die Blau-Weißen heute natürlich anders gestalten. Kössler legt ab für Mara Alba. Erste gute Möglichkeit für den Tabellendritten. Alba hat unter der Woche ihren Vertrag bis 2026 verlängert. Ein wichtiges Signal. Die 18-Jährige gehört zu den großen Nachwuchshoffnungen im Team von Trainer Stefan Lerch. Die TSG mit einer agilen Anfangsphase. Mara Alba zieht ihn in Richtung zweiten Pfosten. Kössler! Hegering fälscht da am Boden liegend noch entscheidend ab. Stefan Lerch kann zufrieden sein. Die TSG ist nach 20 Minuten deutlich besser im Spiel als Wolfsburg. Nächster Freistoß. Jansen klärt, aber direkt vor die Füße von Paulina Krumbiegel. Die Führung für Hoffenheim und die geht absolut in Ordnung. Schon im Hinspiel hat die TSG geführt. Am Ende hat es noch ein Remis gegeben. Jetzt belohnt Krumbiegel ihr Team mit dem Führungstreffer. Toller Abschluss, leicht abgefälscht. Keine Chance für Merle Frums. Nach 32 Minuten dann die nächste Hiobsbotschaft für den VfL. Alexandra Popp liegt mit Schmerzen am Boden. In diesem Zweikampf ist sie ohne Gegnereinwirkung umgeknickt. Popp hat sich sofort an das linke Bein gefasst. Das sieht wirklich nicht gut aus. Eine Woche vor dem Topspiel gegen die Bayern. Fenner Kalmar kommt für die deutsche Nationalspielerin. Die Wölfinnen warten nach wie vor auf den ersten eigenen Torschuss. Das ändert sich aber kurz vor der Pause. Chantal Hagel nach Wedemeyers Flanke. Zum ersten Mal muss auch Tufekovic eingreifen. Von da an schaltet der Tabellenzweite 3 Gänge höher. Plötzlich ist das ein ganz anderes Spiel. Oberdorf schickt Jon Stuttier. In der Mitte ist Brandt mitgelaufen. Jule Brandt! Die XXL-Möglichkeit auf den Ausgleichstreffer. Beim 4:0 gegen Leipzig ist Brandt an 3 Toren direkt beteiligt gewesen. Hier fehlen nur Zentimeter zum Ausgleich. Es ist im Übrigen kein Abseits. Immer noch nicht Pause. Nochmal ein Standard. Hut auf Oberdorf. Wie frei kommt die denn da bitte zum Kopfball? 3 gute Möglichkeiten vor der Pause für Wolfsburg. Trotzdem führt Hoffenheim nach 45 Minuten mit 1:0. Für den VfL wäre das ein echter Nackenschlag im Titelrennen. Im Hoffenheimer Dauerregen braucht Wolfsburg möglichst schnell den Ausgleichstreffer. Jon Stuttier mit dem weiten Einwurf. Fenner Kalmar Tufekovic pariert mit dem linken Fuß. Starke Reaktion der 29-Jährigen. Die Wölfinnen kommen mit deutlich mehr Tempo aus der Kabine als noch im ersten Durchgang. Das liegt vor allem an den schnellen Außen. Jule Brandt wird stärker und stärker. Krumbiegel bekommt Brandts Tempo kaum noch in den Griff bei Tufekovic. Ist dann aber Endstation. Feine Einzelaktion der 41-fachen Nationalspielerin. Brandt arbeitet an ihrem 3. Saisontor. 25 Minuten bleiben dem VfL noch. Für Hoffenheim wären das natürlich Big Points im Kampf um die Champions League Qualifikation. Fenner Kalmar mit dem nächsten Wolfsburger Abschluss. Jule Brandt diesmal als Vorbereiterin. Wieder spaziert sie da an der Hoffenheimer Defensive vorbei, als wären das Slalomstangen. Es fehlt allein die Belohnung. Tommy Stroth versucht alles an der Seitenlinie, um sein Team zu motivieren. Und der VfL probiert auch wirklich alles. Jon Stuttier auf Brandt. Die Chancenverwertung, sie ist heute das leidige Thema bei den Wölfinnen. Hoffenheim verteidigt, aber auch konzentriert. Nicht umsonst steht die TSG aktuell auf Platz 3. 69. Minute, jetzt auch mal wieder offensiv was zu sehen von den Gastgeberinnen. Es gibt Strafstoß
nach dem Handspiel von Hegering. Dazu noch gelb für die Innenverteidigerin. Der Arm ist nicht angelegt. Die Entscheidung vertretbar, somit die große Chance für Michaela Specht. Da ist das Ding. 2:0. Hoffenheim legt nach. Für Michaela Specht ist das im 118. Bundesligaspiel ihr allererster Treffer. Frohms hat zwar die Ecke, kommt aber nicht mehr dran. Danach wird es hitzig, Oberdorf und Harsch geraten aneinander für das Gerangel. Sehen beide gelb, Franziska Harsch ist allerdings schon verwarnt und wird deshalb mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Hoffenheim in der Schlussphase also in Unterzahl. 2 Minuten noch regulär zu spielen. Jons Tutier auf Kalmer, die verlängert zu Brand. Anschlusstreffer. Und wer sonst als Jule Brand hätte dieses Tor erzielen können? Ihr dritter Treffer im zweiten Spiel hintereinander. Die flankenähnlichen Einwürfe von Jons Tutier sind einfach eine Waffe. 6 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Was geht noch für die Wölfinnen? Jule Brandt, der geht über das Tor. Und das ist tatsächlich die letzte Möglichkeit. Hoffenheim schlägt Wolfsburg mit 2:1 und bereitet den Bayern damit eine Steilvorlage im Titelkampf. Ein ganz bitterer Abend für den VfL, der nicht nur das Spiel, sondern auch möglicherweise Nationalstürmerin Alex Popp verliert. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.